Ja, herzlich willkommen zum zweiten Vortrag zum Thema Open Data. Ich weiß nicht, ob es Ihnen auch schon mal so gegangen ist. Sie kriegen ein neues Projekt auf den Tisch und Sie wissen, ja, da gibt es freie Geodaten, aber ich weiß nicht mehr, wo diese liegen. Auf welcher Webseite, keine Ahnung. Ich fange an zu suchen und irgendwann beiße ich in die Tischkante, weil ich finde sie einfach nicht. Wenn wir über Open Data reden, müssen wir auch über Metadaten reden. Das sind die Daten, die halt die Geodaten beschreiben. Und nur über Metadaten kann man letztendlich auch die Geodaten finden. Und wie man das beides zusammenkriegt und etwas bauen kann, wo man dann auch letztendlich die Geodaten findet, das wird uns Sebastian Görke erzählen. Genau, ja, wunderbar, bin schon auf Sendung. Ja, auch von meiner Seite auch noch guten Tag zusammen zu dieser schon fortgerückten Stunde. Ich habe heute die Ehre, Ihnen das Projekt Meta Open Data vorstellen zu dürfen. Mit dem schönen Untertitel Metadaten manuell erzeugen war gestern. Ist natürlich explizit provokant gewählt. Aber bevor ich jetzt in den Vortrag einsteige, möchte ich mich gerne auch noch selber vorstellen. Also mein Name ist Sebastian Görke, ich arbeite als Technologieberater bei der Firma Soprasteria Consulting. Das ist ein französischer Konzern und ich arbeite für die deutsche Niederlassung quasi. In Deutschland beschäftigen wir uns im Wesentlichen mit Management- und IT-Beratung. Der öffentliche Sektor ist da so einer unserer wichtigsten Geschäftsbereiche. Wir haben gemeinsam mit der Firma Mundialis, da hat der Markus Neteler ja eben bereits einen Vortrag gehalten von dieser Firma, deswegen stelle ich die jetzt nicht groß vor. Ich denke, die führenden Personen sind auch hinreichend bekannt. Wir haben uns mit der Mundialis zusammengesetzt und überlegt, naja, wir müssten doch eigentlich mal irgendwie den Leuten helfen, ihre Daten besser zu finden. Da hat sich jetzt der Fördertopf M-Fund angeboten. Ist der hier bekannt? Also wer kennt den M-Fund vom Bundesverkehrsministerium? Gar nicht so sehr. Vielleicht verliere ich einfach mal noch zwei Sätze zu diesem M-Fund. Also der M-Fund ist ein Fördertopf vom Bundesverkehrsministerium. Den haben die, ich glaube, vor anderthalb Jahren aufgesetzt oder vor zwei Jahren aufgesetzt. Da sind 150 Millionen Euro drin. Es gibt zwei Förderlinien. In der einen kann man so Machbarkeitsstudien machen. Das hier ist jetzt so ein Projekt aus dieser Förderlinie 1. Man kann aber auch große Entwicklungsprojekte machen. Da gibt es dann auch bis zu 3 Millionen Fördergeld. Also für, das muss man natürlich dazu sagen, für datengetriebene Projekte. Insbesondere im Open-Data-Umfeld und wenn man sich nochmal im Speziellen mit Daten aus dem Ressort des Verkehrsministeriums beschäftigt. Was natürlich sehr schön ist, denn das Verkehrsministerium hat ja alle möglichen Verkehrsbundesämter unter sich oder auch den DWD. Also da kann man, glaube ich, gerade aus unserer Community hier ziemlich viel draus schöpfen. Also sollte man sich anschauen. So, aber jetzt hier zum Thema. Meta Open Data ist der Titel, schon gesagt. Ein paar Zahlen, Daten und Fakten zu unserem Projekt, bevor ich dann inhaltlich werde. Also wir machen hier eine Machbarkeitsstudie im Rahmen von diesem Modernitätsfonds M-Fund vom BMVI, habe ich gerade gesagt. Das Fördervolumen liegt bei 100.000 Euro. Wir machen das Ganze in einem Verbund. Unser Partner ist die Mundialis. Und wir haben uns auch schon ein schönes Projektlogo überlegt und weitere Infos rund um das Projekt gibt es auch auf der Internetseite vom M-Fund. Ich habe den Link jetzt einfach mal unten dran gepackt. Ich denke, die Folien werden ja auch bereitgestellt, dann kann sich da jeder auch nochmal tiefgreifender informieren. Sind übrigens auch ganz andere spannende Open-Data-Projekte, die man sich da so anschauen kann. So, werden wir inhaltlich. Was ist eigentlich unser Projektziel? Das habe ich eben so schön eingeleitet mit Metadaten manuell erfassen, war gestern. Und das spiegelt sich auch ein Stück weit natürlich hier auch in unseren möglichen Projektergebnissen wieder. Zum einen sehen wir, dass Metadaten zukünftig automatisiert erzeugt werden, als ein wesentlicher Knackpunkt. Dazu gehört aber auch, dass wir uns überlegt haben, naja, KI und da auch im Speziellen Deep Learning,
Wem ist Deep Learning hier ein Begriff grundsätzlich? Sind immerhin schon mal ein paar, sage ich nachher auch noch ein paar Worte zu. Ja, dass wir eben solche Methoden hier durchaus dafür einsetzen können, um Metadaten automatisiert zu erzeugen und eben die Pflege von Metadaten zu vereinfachen. Ein ganz wesentlicher Punkt, den wir auch wirklich als wichtiges Ziel sehen, ist, dass wir insbesondere eben durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz die Auffindbarkeit von Daten verbessern können. Und dabei wollen wir natürlich auch individuelle Suchkontexte berücksichtigt wissen. Wenn man sich nämlich beispielsweise mal anschaut, okay, ich gehe jetzt mal auf geoportal.de und suche mir da mal was, dann komme ich schnell an die Grenzen des Möglichen, denn das, was ich da finden kann, ist immer nur so gut, wie die Metadaten befüllt sind und was die Metadaten eben zu den Daten sagen. Wenn mich halt etwas interessiert, was unter bestimmten Voraussetzungen in meinem Suchkontext jetzt nicht berücksichtigt wurde, habe ich da eben schon ein Problem. Oder das letzte mögliche Ergebnis unserer Machbarkeitsstudie ist dann eben, dass die manuelle Metadatenerfassung überflüssig wird. Jetzt möchte ich mal die Runde fragen, wer hat denn schon mal manuell mit auch toolgestützt Metadaten erfassen müssen dürfen? Sind schon einige. Und wem hat das Spaß gemacht? So, also ich denke, da packen wir gerade ein ganz essentielles Problem auch an. Nichts oder gerade auch, weil Metadatenpflege und Erfassung auch tierisch aufwendig ist und sein kann. Und ich denke, es ist da auch wichtig, hier Zeit und Geld sparen zu können. Hier, ich hoffe, das kann man von der Größe lesen, hab ich jetzt einmal zusammengestellt, wie wir da vorgehen wollen. Also wir fangen an ganz links mit einer Typisierung von Daten. Wir müssen nämlich wissen, okay, was gibt es eigentlich so für Daten in der Open-Data-Welt oder in der Geo-Welt und wie sehen denn Metadatenformate dazu aus? Danach wollen wir uns Lösungsansätze überlegen, wie wir im Prinzip die Projektziele, die ich gerade eben ausgeführt habe, erreichen können. Anschließend geht es daran, wenn wir konzeptionell erstmal so weit sind, geht es dann ans Praktische, dass wir eben uns das Thema Deep Learning tiefer ansehen und eben Daten entsprechend aufbereiten, damit ich da auch die KI trainieren kann. Kurz bevor wir dann zum Projektende kommen, wollen wir das Ganze dann nochmal mit einem Prototypen umsetzen, also einem Proof of Concept. Und das ist immer am Ende von Forschungsprojekten so, man muss die Ergebnisse auch evaluieren und schauen, ob man denn auch sein Ziel erreicht hat. Genau. Der Vortrag hier wird sich tatsächlich nur mit den ersten drei Entwicklungsstufen unseres Projektes, nenne ich es mal, beschäftigen. Denn wir haben tatsächlich im Dezember erst angefangen und sind im Moment so zwischen Stufe 1, also Datentypisierung, und Stufe 2 der Ausarbeitung von Lösungsansätzen im Projektfortschritt. So, zur Datentypisierung. Ja, was schauen wir uns jetzt eigentlich genau an Daten und warum gucken wir uns gerade diese Daten an? Das ist jetzt eine relativ knappe Folie, kann ich auch begründen. Wir machen ein Förderprojekt mit Forschungsgeldern oder Fördergeldern vom Verkehrsministerium, also schauen wir uns natürlich auch die Daten an, die dieses Ministerium entsprechend bereitstellt. Das hat einen ganz pragmatischen Grund. Das ist wahrscheinlich einfacher, dann auch ein Projekt machen zu dürfen, wenn man sich mit dem beschäftigt, was auch das entsprechende Ministerium bewegt. Daher schauen wir uns an das Datenportal des BMVI. Das ist die mCloud. Wer hat von der mCloud schon mal was gehört? Das sind auch ein paar. Die mCloud ist im Prinzip sowas wie das Datenportal des BMVI. Da sind aktuell knapp 650 Datensätze drin.
Das ist jetzt noch nicht so ultra umfangreich, das wird aber noch in der kommenden Zeit wachsen. Ja, darüber hinaus schauen wir uns natürlich auch die Copernicus-Daten an. Das wird eher das Feld sein, mit dem sich dann Immunialis in unserem Projekt beschäftigen darf. Kenne ich mich jetzt persönlich auch nicht so in der Tiefe aus. Aber diese Copernicus-Daten betrifft das Metadatenproblem grundsätzlich auch genauso. So, wir haben natürlich schon erste Ergebnisse aus der Datentypisierung mitgebracht. Zunächst einmal, das ist so das, was man in der M-Cloud findet und das Spektrum von Datenformaten, mit dem man sich oder mit dem wir uns jetzt im ersten Schritt auseinandergesetzt haben, was da noch ein Stück weit fehlt, sind die Copernicus-Daten. Aber das ist jetzt im Wesentlichen das, was man in der M-Cloud findet an Formaten. Da ist XML dabei, also auch GML beispielsweise. Da sind Shape-Dateien, CSV-Dateien, verschiedene JSON-Schnittstellen und GeoJSON-Schnittstellen. Es gibt auch GeoTIFFs und weitere, es gibt auch Textformate und auch weitere solcher rasterähnlichen Formate, sage ich jetzt mal. Ja, und wir haben jetzt tatsächlich auch auf der Basis dann erste Ergebnisse. Und zwar haben wir uns natürlich mit der Frage beschäftigt, wie qualitativ hochwertig ist denn das, was da in der M-Cloud an Daten drin ist? Und können wir denn damit nachher, komme ich nachher drauf, mit unseren Ideen rund um künstliche Intelligenz und Deep Learning überhaupt arbeiten? Das ist jetzt ein wichtiger Befund, dass die Daten, die in der M-Cloud drin sind, ungefähr zu 50% mit Metadaten verlinkt sind. Das ist natürlich sehr niederschmetternd, denn das bedeutet, dass man entweder für die anderen knapp 50% die Metadaten irgendwie händisch dazuordnen muss oder die fallen eben als Datenbasis weg. Das Spiel geht noch weiter. Datenvielfalt. Man kann hier sehen, im Wesentlichen haben wir hier Geodatenformate jeglicher Couleur, die halt in der M-Cloud drin sind. Hier haben wir jetzt in dieser Grafik oder in dem Diagramm nur berücksichtigt, die in der Folie zuvor mit Ja beantwortet wurden. Ja. Da sehen wir, außer CSV haben wir da eigentlich nur Geodatenformate, die überhaupt irgendwie Metadaten haben, also wo ich auch auf Metadatensätze zugreifen kann. Und das Thema Datenvielfalt beantwortet sich damit in der Richtung, dass natürlich das sehr schade ist, dass außer den Geodaten im Prinzip kaum Datensätze in der M-Cloud Metadaten besitzen oder zumindest verlinkte Metadaten besitzen. Dann gibt es die Frage Datenökosystem. Wenn wir jetzt an Geodaten denken, an Geodateninfrastrukturen, dann haben wir es ja immer so, dass wir von Dienstearchitekturen sprechen, wo Dienste liegen, die Metadaten besitzen, die wiederum auch Datensätze beschreiben. Und das ist alles durchaus so vorgesehen, dass das miteinander verlinkt ist und nachher ein komplettes Ökosystem von Geodaten darstellen soll. Ja? Was wir jetzt hier sehen in dem Diagramm, ist tatsächlich die Verlinkung von, also die Links auf Datensätze in den Metadatensätzen, die referenziert wurden. Also sprich, das geht jetzt hier noch einen Schritt weiter. Die Metadatensätze, die wir gerade eben als Links hatten, linken selber zurück auf ihre Daten. Und das sind eben ja, knapp 100 und im Wesentlichen bei Inspire und bei, wir haben es jetzt mal sonstige Geodaten genannt, das ist halt ein bunter Zoo von verschiedenen Geodatenformaten. Und da sieht man schon, dass wenn man diese Linked-Data-Geschichte als Qualitätsmerkmal nehmen möchte für Open Data, dass man da gerade jetzt hinsichtlich der M-Cloud ein Problem haben. Warum das ein Problem ist, da komme ich jetzt gleich drauf. Ich möchte jetzt erstmal noch einen kleinen Exkurs machen, damit man auch genauer versteht, warum das eigentlich ein Problem ist. Ich komme nämlich jetzt zu unserem Deep-Learning-Thema. Und hier steht die Frage im Mittelpunkt, wie können Deep-Learning-Methoden von Vorteil sein, hier für unser Projekt? Wir haben die Ausgangslage,
dass es bereits große Infrastrukturen mit Daten-Metadaten-Kopplungen gibt. Das haben wir gerade gesehen, das erste Beispiel, die M-Cloud, da ist es jetzt in weiten Teilen eben leider nicht so. Aber Inspire ist ja beispielsweise auch mehr als ein Teil der M-Cloud, sondern Inspire ist ja auch europaweit und da wird es durchaus mehr solcher Paare geben. Bei den Wetterdaten vom DWD haben wir zum Beispiel auch den Fall so gelegt, dass dort Metadaten verlinkt sind zu den entsprechenden Daten. Das Gleiche gilt auch ja, im Prinzip für die GDI.de, denn die macht ja im Wesentlichen auch nichts anderes als Inspire umzusetzen, plus X. Aber wir wollen ja unser Projekt auch etwas breiter aufstellen und Open Data als Gesamtes sehen. Und deswegen steht jetzt zum Beispiel hier auch das GovData-Portal mit dabei. Das ist ja das Open Government Data-Portal des Bundesinnenministeriums. Und da sind nochmal viel mehr andere Daten drin als nur Geodaten. So, Deep Learning, das Stichwort. Deep Learning ist im Prinzip eine spezielle Methode aus der KI. Da geht es darum, neuronale Netze aufzubauen und denen was beizubringen. Da füttert man Daten rein und aus den Daten kann man eben, wenn man das geschickt aufbaut, das gewünschte Verhalten ableiten. Jetzt haben wir daraus die Idee entwickelt, einen solchen Algorithmus aufzubauen, indem wir Metadatenpaare da reinfüttern und das System eben lernt, okay, wenn ein Datensatz so und so strukturiert ist, dann muss der Metadatensatz ja so und so aussehen. Das ist im Prinzip die Idee hinter unserem Projekt, dass wir eben über diese KI-Methoden die Metadatenerfassung erleichtern. Im Ergebnis kann das so aussehen, dass wir dann eine Lösung haben, die selbstständig solche Metadaten-Templates, da gibt es ja verschiedene Metadatenstandards, automatisch befüllt werden können. So, jetzt zurück zu meinen geschilderten Ergebnissen. Die Metadatenkopplung ist leider selten vollständig, wenn wir jetzt gerade die M-Cloud betrachten. Und Deep Learning, habe ich gerade erklärt, braucht große Datenmengen, inklusive eben genau dieser Verlinkungen, wenn wir es so aufbauen wollen, wie wir uns das vorstellen. Das bedeutet jetzt für unser Projekt, dass wir weitere Datenquellen auswerten müssen, damit wir eine KI überhaupt so befüllen können, wie wir uns das vorstellen. So, das sind jetzt die drei Varianten für unsere Lösungsansätze. Einmal eine Template-basierte Metadatenerzeugung und Pflege, dann die Variante, wir binden Deep Learning-Algorithmik genau in diesem Konzept mit ein und die Mischform von beiden. Wahrscheinlich wird es auch auf diese Mischform hinauslaufen, denn bestimmte Metadatenbereiche, wie zum Beispiel Kontaktdaten, wird man irgendwie vorbefüllen wollen. Jetzt habe ich noch eine kleine, ich hoffe, man kann das erkennen, dass da verschiedene Bereiche sind. Eine ganz grobe Skizze. Ich habe eben gesagt, wir sind gerade zwischen Datentypisierung und Lösungskonzeption. Wir stellen uns vor, dass wir nachher ein Portal haben, das sehen wir im oberen Bereich, wo es eine Deep Learning Komponente gibt und eine Suchkomponente. Der Nutzer greift auf die Suchkomponente zu. Die Deep Learning Komponente besitzt schon Kenntnisse darüber, wie Metadaten zu bestimmten Datentypen aussehen und lernt natürlich weiter dazu, wenn Datenspeicher bei datenhaltenden Stellen weiter befüllt werden. Die stehen natürlich auch immer im Austausch mit den Metadatenspeichern von allen möglichen Portalen. Und so stellen wir uns das grob vor. Meine letzte Folie. Ja, welche Ergebnisse können wir liefern? Wir hoffen, die Antwort auf die Frage, ob Deep Learning-Mechanismen geeignet sind, die Aufwände bei der Metadatenbearbeitung zu reduzieren, mit Ja beantworten zu können. Wir hoffen, einen Lösungsansatz bieten zu können, der die Metadatenpflege automatisieren kann. Und wir möchten die Grundlage hier aufbauen, um eine vollumfängliche Lösung für die automatische Metadatenerzeugung und Pflege legen. So, dann wäre ich jetzt im Prinzip auch schon durch und stehe jetzt noch für Fragen und insbesondere auch die Diskussion bereit,
denn wir sind noch relativ früh in dem Projekt und sind da sehr offen und wollen auch diskutieren, ob das, was wir da vorhaben, auch Sinn macht und eine gute Idee ist. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Sebastian. Wir haben mal wieder gelernt, jede Geodatensuchmaschine ist nur so gut wie ihre Metadaten, die dahinter liegen. Ich denke mal, es wird einige Fragen geben. Wer möchte denn? Danke für den Vortrag. Ich würde gerne fragen, um welche Art von Metadaten es geht. Also was soll ergänzt werden von der künstlichen Intelligenz und Ja, also wir haben in der mCloud, die wir jetzt betrachtet haben, im Wesentlichen ISO-Metadaten, also XML-Format, Geodaten beschreibend, aber auch ganz viel PDF. Denn zum Beispiel der DVD hat da ein Format, das ist ein PDF und damit beschreiben die alle ihre Datensätze. Ja. Weißt du, mit welchen Verfahren ihr die KI trainiert? Weil gerade mit so einem spärlich besetzten Datensätzen gibt es ja da verschiedene Verfahren, wie man das auch effizient gestalten kann. Mhm. Ja, also erstmal haben wir das Ziel, dass natürlich noch die Datengrundlage erweitern. Sprich, wir wollen uns dann noch die GDI.de zum Beispiel näher betrachten, ob das Sinn macht, da automatisiert das rauszuziehen, was wir jetzt aus der mCloud rausgezogen haben. Also unser Ziel ist erstmal, die Datengrundlage zu erweitern. Danach wollen wir uns verschiedene Frameworks anschauen. Beispielsweise AWS hat da jetzt den SageMaker. Das sind so Geschichten, wo wir uns dann drauf stürzen wollen im Prinzip. Ist das schon spät? Ja, noch ein kleiner Hinweis, wenn keine Fragen mehr sind, wenn du mal wieder im Ministerium bist. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Warum muss eigentlich jedes Ministerium, jede Bundesbehörde ihre eigene Datenstruktur haben? Ja. Schönen Gruß. Kann man sogar beantworten. Also ich kann sogar eine Antwort drauf geben. Ja, weil die Ressorts natürlich alle, also die haben sogar teilweise Kooperationsverbote, ja. Das heißt, die müssen auch eine eigene IT haben und alles selber aufbauen. Das ist tatsächlich so auch vom Gesetzgeber grundsätzlich gewollt. Ist leider so, ist blöd, aber die kooperieren ja zum Glück lange. Wer hat das gewählt? Alles klar. Vielen Dank, Sebastian. Ja, gerne.